Ja, ich hab was im UAZ, ist was. Jetzt geht's wieder weiter, ne? Ja. So, ich überquere jetzt die Straße. Das leckt halt ziemlich. Ich bin jetzt gleich bei der Kirche. Ah, gut. Ah, okay, ich glaube, ich sehe sie schon. Jetzt haben wir zwei CZs. Erik hat ja auch noch eine. Du meinst zwei Sniperwaffen? Nein, drei Sniperwaffen dann. Vier Sniperwaffen. Wie hat Erik noch eine CZ gefunden? Hey, Erik hatte doch schon eine CZ. Ja. Und wir hatten. Ach, du hast ja auch noch eine. Ah, okay. Jetzt im Auto. Im Auto haben jetzt eine CZ. Ich sehe dich schon laufen. Ey, bei mir stoppt das gerade echt. Das ist wieder so nervig. Oh, fick dich, scheiß Zombie. So, ich muss kurz hier im Gebäude verschwinden. Bist du in dem Kalksteingebäude? Oh, da liegt eine Winchester. Ja, ich bin im Kalksteingebäude. Gut, dann komme ich da jetzt. Wollen wir Winchester mitnehmen, dann können wir unser Auto mit Waffen füllen. Da können wir dann gleich die Sachen austauschen. Ich hab, mein Rucksack ist ziemlich voll mit Kanistern und so. Ach so, ja, dann scheiß doch. Kannst du mir das Trinken hier irgendwo reinlegen? Ja, wo bist du denn? Ich komm rein. Da. Ah, da kommt, bist du, okay. Pass auf, die Viecher. Ja, ich pack's dir in den Rucksack. Ich brauch noch eine Wasserflasche. Ich weiß gar nicht, ob ich genügend Platz hab. Ja, doch, du hast 7 Platz. So, ich pack dir da mal eine Wasserflasche rein. Unsere so. Drei ersten Folgen sind ja voll fail gewesen mit dem Ton und so. Mit dem Ton, ja, ich hätte nicht gedacht, dass es so kacke wird. Ich weiß auch nicht, woran es lag. Ich habe dann Mikro-Verstärkung einfach jetzt ausgemacht und jetzt geht's, glaube ich. Also ich habe ja auch wieder Silent Hill aufgenommen und da war der Sound okay. Ah, das tut gut. Kann sein, dass ich erhöhte Temperatur habe. Mein Thermometer ist rot. Ich glaube, es ist nicht schlimm, erhöhte Temperatur zu haben. Es ist nur schlimm, niedrige Temperatur zu haben. Nein, das ist immer rot, Erik. Das ja, bei mir ist es auch rot. Das haben sie gemacht, dass es normal rot ist. Bei mir stockt das. Das wird auch nicht mehr blau, sondern es geht runter, weißt du? Wie Wasser und so. So, ich gehe jetzt hier mal an den... Oh, fuck. Ist gerade ein bisschen nachteilig, dass ich... Oh, da sind die ganzen Zombies unterwegs. Ja, du musst ja auch mal einen neuen PC kaufen. Ja, wenn du wieder Geld hast. Mach ich mal eben. Ja, aber ich muss auch langsam. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich so in ein, zwei Jahren oder so hole ich mir einen. Auch wenn mein Laptop erst ein Jahr alt ist, aber... Ich meine, wenn nicht mal Arma darauf flüssig läuft, dann... Spielst du auf dem Laptop? Ja, ich habe doch nur einen Laptop. Naja, und den PC meines Vaters, aber der ist, glaube ich, noch einen Ticken schlechter als mein Laptop. So, nächster Kanister. Wir können ja so ein Spendendingens einbauen. Ja, genau. Wollt ihr mal Arma 2, DayZ, was auch immer, in Ultra-Auflösung sehen, dann spendet jetzt. Oder ich nehme einfach auf. Bei einer Spende von 1000 Euro kriegt ihr ein privates, nee, ein privates Dinner mit den Let's Playern. Genau. Oh, da kommen Zombies. Okay, ich füll auch gerade die letzte auf. Komm schon. Schaffst du nicht. Kommt her, ihr Scheißviecher. Komm schon, lauf! Nein, es stoppt! Ah, nein! Lauf! Okay, ich blute nicht, das ist schon mal gut. Ich gleich höchstwahrscheinlich. So, und jetzt schnell zurück zum Auto. Erik, folgst du mir? Ich kann nichts sehen. Oh, ich scheiße, leckt's bei dir? Kannst Solange du nicht stehen bleibst... Ich weiß Gott, gar nicht, was ich mache. Ich kann dir auch schlecht helfen, weil du so hin und her denkst. Geht's jetzt? Ja... Versuch die Zombies auf mich zu locken. Wie gesagt, wenn's zu heftig... Oh, jetzt. Kann ich jetzt geht's? Okay, go. Puh. Ich hab ja auch Fraps. Du könntest auch aufnehmen, ne? Ja. Das wäre cool, wenn man so verschiedene Ansichten. Oh, bei dir leckt's wieder, ne, Erik? Ja. Dass man immer zwischen uns wechselt, weißt du? Ja. Das ist zwar ein Haufen Arbeit, aber das wäre voll cool. Ja. Würde ich auch machen. Also dann. Wir können das ja mal so testweise mal ausprobieren. Jo, ich meine, ich habe Fraps, dann muss ich noch hier dieses eine Audioprogramm mir holen. Ne, Audioprogramm muss ja nicht unbedingt sein. Ich habe ja deinen Sound. Ja. Obwohl es wahrscheinlich besser klingen würde, wenn jeder seinen Sound separat aufnehmen würde. Ja, eben, und dann kann ich das ja mal auf eine, keine Ahnung, wir schicken oder nicht schicken, aber einfach selber auf, oder nee, wie machen wir das, über CD oder? Über eine externe Festplatte oder so. Ja, würde ich auch sagen. Ja, ich meine, ich kann ja meine mal schnell raus und dann dir geben.
Ich hab glaube ich. Habe Erik? Ich hab, noch Leere. Ich hab nämlich 2 Gigabyte. 2 Gigabyte, 2 Terabyte. Erik, habe ich dir deine zurückgegeben? Was? Nee, muss noch. Okay, dann liegt die hier noch irgendwo. Meine SD-Karte. Mhm. Die muss ich dir auch noch geben. Brauch hier die GoPro. Ah, während wir hier gemütlich laufen, esse ich ein bisschen mein Kratzeis weiter. Ja, das sind die schönen Effekte. Wie kannst du laufen und dabei gleichzeitig ein Kratzeis essen? Hä, ja, das ist doch nicht schwer. Lauf, ich halt... folgen euch da beide Zombies. Ja. Ich sehe nur Erik, glaube ich. Mit einer CZ. Ja, Erik, kommst du zu dieser einen Scheune? Zu welcher? Ich sehe ja gerade gar nichts, weil es halt zu stock. Ich würde einfach nur den geradeaus feilen und hoffe, ich bin jetzt auf dem Feldweg, so. Schon durch die Stadt durch. Ja, wo ist denn Erik? Treffen uns bei der Scheune, wo drinnen war es jetzt erstes jemand. Okay. Das rote, mit dem roten Dach. Ja. Wo war die? Ah, da ist sie. Okay. Dann sollten wir aber auch gleich weiter, weil ein paar Zombies hinter uns hängen. Ja. Ich fange mich da ab, Erik. Lauf da einmal durch und dann. Ah, ich sehe dich laufen. Okay. Boah, wie ich das hasse. Stopp. Wir brauchen ja kein Bild im Bild machen, sondern immer so abwechseln. Abwechseln, ja. Aber wir müssen halt gucken, dass wir es synchron hinkriegen. So, ich laufe jetzt durch die Scheune und jetzt komme ich raus. Ach, das. Jo, siehst du mich? Ja. Okay. Ich glaube, wenn man es wirklich ausprobieren würde, man es schaffen. Ich glaube nicht, dass es das. Es war kompliziert. Ja, warte, ich komme mal zu dir. So, wo bist du, Kiel? Ah, da bist du, okay. Komm. Ich lauf gerade vor dir. Wo ist Erik? Er ist hinter uns. Ach, da. Bei den ganzen Zombies. Oh, wir haben das ganze Dorf hinter uns, ey. Und jetzt ist das Auto weg. Ich würde so lachen. Ja, scheiß drauf. Wenigstens sind wir 3 zusammen. Ja. Warte, lauf du mal vor, ich hab vergessen, wo das Auto stand. Dem Weg folgen? Oder nee, ich weiß es gar nicht mehr. Muss ich gleich mal gucken. Wenn wir mal eine ruhige Sekunde haben, kann ich ja mal auf die Karte schauen. Ja. Dann weiß ich, wo wir hin müssen. Du sprintest gar nicht, ne, Ivan? Nö. 10 Bluttransfusionen, das ist drin. Das ist auch das Wichtigste eigentlich. Ja, ich habe auch noch so 3 Bluttransfusionen oder so im Rucksack. Also medizinische Versorgung haben wir genug, glaube ich. Morphium haben wir auch. Ja, hab ich. 2. Ich kann dir Painkillers geben. Zitterst du? Weiß ich nicht. Kann ich auch gerade nicht nachprüfen. Nein, Ivan. Ich? Nein. Also, weiß ich nicht. Muss ich... Oh, da ist ein Jägerstand. Soll ich da mal kurz schauen? Mit unserem Begleit. Ja, die haben wir schon abgehängt, Ivan und ich. Soll ich gucken? Ja, mach schnell. Okay. Wo ist er denn ganz? Da vorne auf dem Berg. Wenn ihr das seht. Ja, weiß schon. Da. Kann ja nicht schaden. Vielleicht finden wir ein bisschen CZ-Muni oder so. Oder DMR. Ja, da ist ja jetzt ja immer so, ja, quasi Jäger-Loot. Warte, wir haben ja bald wieder Ferien, ne, in einer Woche. Dann können wir es ja mal vielleicht versuchen, mit Bild im Bild einmal zu machen. Also nicht im Bild, aber mal abwechseln. Können wir mal auf jeden Fall suchen. Ich muss zwar hier mündliche Prüfungen so vorbereiten, aber... Ja, ich auch. Werde ich ja nicht die ganze Zeit machen müssen, ganz im Ernst. Ich meine, fürs Abi gelernt habe ich ja auch so. Und ich meine, so schlecht ist mein Abi jetzt auch nicht geworden, obwohl ich da Let's Played habe. Ja, wir haben Abi. Wir haben Abi, ihr Penner. Ja, ich habe Realschule gerade gemacht. Das heißt zwar nicht, dass es uns was wird, aber egal. Wir haben Abi. Wir sind auf dem richtigen Weg. Okay, hier ist nur Kacke, da sind nur Knicklichter. Oh, nein. Ernsthaft jetzt? Nein. Los, warum geht's. Knicklichter mitnehmen? Das war ein Spaß. Erik, du bist der Einzige mit Nachtsichtgerät, ne? Mhm. Erik hat Nachtsichtgerät? Ja, weißt du nicht mehr, damals hatten wir alle voll die Top-Ausrüstung. Ich bin der Einzige, der es überlebt hat. Ja. Ja, du hast auch am wenigsten gespielt von uns allen. Ja, ich habe auf euch gewartet, aber ihr kamt ja nicht an. Ja, ich hatte auch noch so einen geilen Charakter. Wo laufen wir jetzt eigentlich hin? Mit einer CZ-Kamo, den größten Rucksack. Ich weiß noch meinen Charakter mit seinen 50 Tagen und seinen 400 Kills. Und dann ist er an Zombies verreckt, ey. Das war so scheiße. Ja. Oder da dieser, wo der Hacker kam. Ja, das war auch geil. M107. Ist dir schon aufgefallen, dass wir einen Hubschrauber nie länger als einen Tag hatten? Ja. Der eine Hacker naja, doch.
Doch, als wir unser Lager hatten. Ach ja, stimmt. Da hatten wir übelst. Das war langweilig, weil da niemand auf dem Server mehr. Ja, aber wir haben es nie aufgenommen, das war das Beknackte. Ja, vor allem gerade an dem Tag, wo ich dachte, okay, jetzt nimmst du mal das Lager auf, so ein bisschen zu zeigen und so. Server ist plötzlich weg. Und seitdem ist auch nie wieder aufgetaucht. Wir hatten zwei Hubschrauber. Zwei Hubschrauber, mehrere Geländewagen. Wir hatten Autos. Ein Haufen Zelte mit allen möglichen Waffen und so drin. Und vor allem dieser eine Ural da mit dem 2L85. Mit dem, Mit diesen Infrarotvisieren, ja, ja, oh Mann. Geil. Das war, glaube ich, unsere dann Hochzeit. Dann eine AS50, 2 M107. Da sind wir ja auch zu sechst oder siebt irgendwie so rumgelaufen. Ja, mit Jungen. Das war die geilste Aktion, wo wir dann mit unserer scheiß roten Dreckskarre rumgefahren sind und schlapp gelacht haben, total übermüdet irgendwie. Ach ja, das war lustig. Und wir das eine Lager gefunden haben mit einem UH noch und dann hatten wir alle drei Helikopter vom Server auf. Yay, unser Auto ist noch da. Und jetzt werden wir von den Seiten niedergeschossen. Wir können ja auch eine Falle legen. Aber dann verkackt mir nachher wieder Typ da. Ja, genau. Das war richtig peinlich für ihn. Er hat noch nicht mal das Auto getroffen. Ja. Und er hat auch nicht gesehen, wie ich angeschlichen gekommen bin. Weil ich in den Büschen gelaufen bin. Oder? Können wir einmal kurz, warte, ich guck einmal, ob ich noch zitter. Es stockt immer, wenn ich ranzoome. Warte, ich mach dir Painkiller. Ja, tu mir aber welchen Rucksack, bitte. Ah, ich kann ihn dir verabreichen. Oh, ja, oder das. Ich will Hainskin haben. Irgendwie verliere ich wieder Blut, obwohl ich... Bist du vielleicht infiziert? Keine Ahnung. Erik. Soll ich Erik eine Bluttransfusion geben? Verdammt, wenn du infiziert bist. Ich gebe Erik eine Bluttransfusion. Ja, wenn du weiterhin Blut verlierst, ne, wir haben Antibiotika. Echt? Ja. Ja? Ich hab ein Antibiotika. Gib mir mal bitte eine Bluttransfusion. Hast du mir per Painkillers gegeben? Ja. Lass ich mal gucken, ob die wirken. Ich hoffe, dass Benzin landet im Wagen. Oh, wie schön. Alles wieder grün, danke schön. Also ich zucke zwar ein bisschen, aber ich glaube, ja, ist voll. Ist voll? Ja, nicht voll, aber... Also es Hälfte kommt aber was rein. Bis zur Hälfte ist das schon. Das ist schon mal gut. Ich sitze hinten. Das ist ja schon mal gut. Oh, was mache ich, was mache ich, was mache ich? Oh Gott. Guck mal, warte, vier Wasser. Boilet heißt, Gedings, ne? Ist jetzt davon... gekocht, ja. Ja, oh, dann vier Stück davon. Smoke Granat, 8 Granaten, Engine Parts, Alter, sind wir geil. Erik, hast du eine Karte? Ja. Okay, wohin wollen wir? Gute Frage. Ich will jetzt nicht zum Airfield, das ist irgendwie schon so. Nee, nee. Die Karte? Ich würde sagen, ein bisschen durch den Norden fahren und nach Absturzstellen suchen, ne? Ja, würde ich auch. Wer braucht die Karte? Und nein, vielleicht auch mal beim Teufelsschloss vorbeischauen. Okay, ja, lass mal kurz eine kleine Pause machen. Dann machen wir gleich weiter, okay? Okay. Ja, ich muss übelst pissen, Mann. So, herzlich willkommen zurück bei DayZ. Wir formieren uns hier schon mal ein bisschen für unsere... Oh, mein Kopf an dir. Nee, ist ein bisschen... Das ist so krank, ey. So ja, okay, das ist ja, okay. Wir fahren jetzt in den Norden, um nach Hubschrauberabschussstellen zu suchen. Jo. Machen einen kleinen Abstecher nach... Abstecher. Machen einen kleinen Abstecher an Ivan. Ey, wir fetten weg, ich bin auch gar nicht drin. Du bist noch nicht drin? Ja, du bist drin. So, jetzt bin ich drin, ja, jetzt. Das ist ein leiser Schlag. Can of fire. So, oh Gott. Hier schön raus manövrieren. Und der Wagen ist kaputt, das war's dann wieder mit. Ja, genau. So viel dazu. Stört es, wenn ich nebenbei esse? Nö, ist okay. Was unprofessionell. Ja, ach Gott. Erik hat die Fresse. So. Jetzt bin ich hier schon mal raus, dann gucke ich mal kurz auf die Karte. Setz uns so ein bisschen einen Zielpunkt. Bisschen? So, nur so ein kleines bisschen einen Zielpunkt, weißt du? Ein bisschen Zielpunkt. Okay, ja, und jetzt komme ich hier nicht mehr von der Stelle. Aber du bist okay, geht auch. Hat das Leerlauf drin. So, Jungs, na, ihr schaut ein bisschen wegen mein Hubschraubern und so. Heute schon über 80 Grad heiß. Was? Da läuft 80 ein Grad? Und ein Zombie. Oh, ich find's cool, dass die Zombies jetzt überall rumlaufen. Ja, finde ich auch cool. Weil ich freue mich schon so derbe auf die Stand-Alone.
Ich hier laufen echt viele Zombies rum. Ich glaube, wir sind auch in der Nähe von der Stadt, oder nicht? Keine Ahnung. Das sieht auf jeden Fall geil aus. Vor allem haben wir keine Fensterscheiben, wir müssen echt aufpassen. Oh, die ziehen jetzt aber auch gut hinter den Autos her. Don't use sexist, racist, religion or offensive remakes. Soll ich mal Heil Hitler, Langlebe Satan, scheiß Schwurzeln schreiben oder so? Ja, mach mal. Fitfake. Es kommt gut. Fitfake. Dann, was soll ich sagen? Ich will jetzt nichts Falsches sagen, damit sich jemand. Darf man Heil Hitler überhaupt, also, auch wenn man es halt aus Spaß sagt, darf man Heil Hitler überhaupt sagen? Hä, wieso nicht? Wir dürfen noch sagen, guck dir mal Julians Blog an, Mann. Der sagt alles. Ja, Julians Blog ist einfach. Julian, er ist auch mal, wenn ihr euch Julians Blog anguckt, dann seid ihr dumm. So, sehr also, gut, Erik. Sehr gut. Schreib's doch mal in die Kommentare. Genau, flamet uns jetzt zu. Aber es ist nun mal die Wahrheit. Eine Barrikade. Pass auf. Ja, die sehe ich, die sehe ich. Alles gut, Mann. Chillt ein bisschen. Aber vielleicht haben wir danach wieder 82 Geräte. Ja, fahren wir dagegen. Ja, genau. Ach, cool. Das ist doch gut. Warum nicht? Wenn ihr euch an die Folge erinnert, schreibt es doch mal in die Kommentare. Das Ding ist, wir haben niemanden, der irgendwas in die Kommentare schreibt. Doch, die Freizeitkids. Freizeitkids, schreibt es mal bitte in die Kommentare. Schreibt uns mal in die Kommentare. Genau, wenn du diese Folge gesehen hast, schreib es einfach mal in die Kommentare, damit wir wissen, dass du nur noch zuguckst. Bitte. Weil sonst erzählen wir in der nächsten Folge, was für ein Arschloch du bist, weil du unsere Folgen nicht guckst. Nein. Nein, wir machen doch nur Spaß. Der Beste. Ja, er ist unser Held. Er ist Beste. Er ist Beste, Digga. So. Die anderen, ne? Jetzt müssen wir hier durch den Wald. Jo, ich fahre hier gerade so ein bisschen gümmelig, weil ich kann mich dran erinnern, hier kann auch eine Hubschrauberabsturzstelle sein. Oh. So. Bei Standalone sah das auch so ein bisschen wie Battlefield sein, dass man sich verschiedene Objektive und so. Ja, das finde ich gut, dass man die Waffen modifizieren kann und so. Dass man die einzeln finden kann und ausschrauben kann. Das finde ich richtig gut, sowas mag ich. AK-50 mit einem Schalldämpfer und. Ja, dass du dir halt wirklich selber alles zusammensetzen kannst und deine Waffe individualisieren kannst. Das ist übelst geil. Aber sollte halt ziemlich schäbig gehalten sein, damit es geiler wird. Und Arma 2, Arma 2 sage ich schon. Ja, die bei der Standalone, sondern auch viel mehr Bauerwaffen zu finden sein. Ja. Und nicht mehr so viele Militärwaffen. Also die sollen schwieriger zu bekommen sein. Ja, das finde ich gut. Es regnet. Oh, es regnet. Oh, wie schön. Bei mir nicht. Oh, okay, gut. Ah, jetzt. Nein, Alex Grafik ist so scheiße, also im Regen. Das ist kein Regen. Das ist wie nur Pixel. Bei Alex sieht das aus wie bei Minecraft. Genau. Erik dachte doch die ganze Zeit, dass wir Minecraft spielen. Der Regen hört immer wieder auf und dann kommt er wieder. Wow. Kannst du irgendwo unterstellen oder so, bis du aufgehört hast? Ja, das finde ich ist eine gute Folge, wie wir die ganze Zeit immer unter dem Baum stehen. Ah, jetzt regnet es auch nicht hin. Ja, weil wir keine Fenster haben. Ja, deswegen regnet es von oben rein, ja. Wir sollen auch mal so eine Armbrust mit einem Rotpunktvisier oder so machen. Ivan, das ist eine Mauer. Ich weiß, aber gut, dass du mich warnst. Immer so ein bisschen sicherer. Ja. Du schreib mal ja, ne? Ja. Ja. Schreib yes. Gib uns all deine Waffen oder wir töten dich. Sonst schmeißen wir dich vom Server. Der eine Server, wo der Hacker da Atombomben zündet hat. Das war echt Mann, krank. Ey. Oh Mann. Da warst du gar nicht drauf, immer. Das war mit. Ja, ich weiß. Du hast es mir aber erzählt. Ja. Vor allem, ich stand genau daneben. Aber ich bin nicht getötet worden aus irgendeinem Grund. Einfach nur sehr verstrahlt. Das ist halt die DayZ-Logik. Wir haben bestimmt alle gestrahlt. Oh, wir waren noch nie so witzig wie jetzt, ne?